Schönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Falls ihr gerade broke seid und nichts in den Taschen habt, außer ein paar Kaugummis und Kippenfilter, dann keine Sorge. Ich zeige euch heute, wie ihr ganz einfach zum Millionär werdet. Alles, was ihr braucht, ist eine Pfandrolle. Will jemand Pfandrolle? Was ihr wollt, Willi. Ja, ich bräuchte die. Ich würde auch gleich mehrere nehmen, wenn das geht. 5000 Euro Pfandrolle. Ich habe gegoogelt, aber keine Ahnung, wo man das herbekommt. Aber falls ihr wirklich reich werden wollt, dann müsst ihr euch einfach nur drum kümmern, dass ihr ein paar von den Dingern bekommt und ihr habt einfach unendlich Money Glitch. Ich übernehme auf jeden Fall gar keine Haftung für irgendwelche Straftaten, falls kleine 10-jährige Jungs jetzt Millionär werden sollten mit Pfandrollen und dabei erwischt werden. Das habt ihr alles nicht von mir, okay? Aber falls ihr wirklich ein paar Millions damit macht, so schickt mir ein bisschen was rüber, so ein bisschen was, kleiner Betrag, okay? Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute checken wir mal wieder Memes und Videos aus, die mir den Verstand rauben. Bleibt unbedingt bis zum Ende, es wird sich lohnen. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt für eure Gehirnzellen, aber fürs Entertainment. Ich weiß echt nicht, wer diese Rutsche hier erfunden hat, aber ich weiß, dass er ein Problem mit Kindern hat. Bro, was ist das für ein Foltergerät? Ich bete zu Gott, dass das kein Kind ausprobieren wird. Der arme Mann, der einfach nur entspannt rutschen wollte. Aber trotzdem danke, dass er sich für die Gesellschaft geopfert hat. Ein wahrer Held. Alter, wie er da hin und her gesprungen ist wie ein Flummi. Ach ja, noch eine kleine Nachricht an alle Zuschauer und vor allem das YouTube-Team. Das hier ist nur ein Stuntman und es ist alles ein geprobter Stunt. Es wurden keine Leute dabei verletzt. Erster Praktikumstag läuft super. Was ist das denn schon wieder für ein MacGyver-Plan? Was haben die da vor? Ach du Heilige. Tut mir leid, aber die Jungs waren glaube ich echt nicht in der Schule oder so. Ich sehe jetzt schon, dass das nicht gut enden wird. Die versuchen einfach eine Walze über ein paar Holzbretter auf so ein Müllboot von 1850 zu transportieren. Chef, wir müssen dir was erzählen. Die Jungs haben hardcore reingeschnitten. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, aber es ist wirklich alles schiefgelaufen, von Anfang bis Ende. Ja, die haben Physik jetzt auf die harte Art und Weise kennengelernt. Es wäre besser gewesen, mit dem Ding einfach von A nach B zu fahren, anstatt es auf das Boot zu packen. Es sah so traurig aus, wie es den Abgang gemacht hat. Die können jetzt wirklich sagen, es ist rolling in the deep. Ja, Aufgabe nicht so gut erledigt. Leider gekündigt worden. Super, jetzt Hartz IV. Klasse. Aber ich weiß, wer seine Aufgabe dafür richtig gut erledigt hat. What are you doing? What are you doing? Das Auto, man. Holy sch**, der Bruder hat Aimbot in Real Life aktiviert. Was ein cleaner Shot. Der Arme da unten ist so ein 40-Jähriger, der gerade einmal den schönen Morgen genießen will, bevor er danach wieder richtig genervt zur Arbeit geht. Und dann kommt einfach so ein Schneeball aus dem Nichts. Ich glaube, der ist danach so ausgerastet und der ganze Tag ist gelaufen. Das ist echt so gemein. Mach es nochmal. Und wo wir gerade schon bei verärgerten älteren Männern sind, ich muss dabei immer an meinen Vater denken. Ich weiß nicht, wer von euch es fühlt, aber mein Vater, seine Gefühlslage ist immer random, ohne Grund, von so zu so geswitcht. Ohne, dass etwas passiert ist. Einfach, wurde einfach aus dem Nichts, wirklich. Väter rasten manchmal wirklich ohne Sinn einfach aus. Yo, chill, was hat der Stuhl dir getan? Er verprügelt einfach den Stuhl. Okay. Tu, was du nicht lassen kannst, aber ich glaube nicht, dass das Problem fixt. Alter, was hat der Stuhl getan? Hat der Stuhl irgendwie seine Mutter beleidigt oder was ist da passiert? Er hat wirklich persönliches Problem damit, ne? Rest in peace an diesen schönen Sessel.
POV, du trägst diese Shirts im Unterricht. Oh mein Gott, das ist, glaube ich, das beste T-Shirt, was ich seit langem gesehen habe. Ein Problem mit unserem Nahrungssystem. 12 Euro, 7 Euro. Damn, das ist einfach true, ne? Das ist einfach ein Fakt. Auch in der Tankstelle letztens, als ich was zu trinken haben wollte und alle Supermärkte schon zu hatten, ne? Bruder, die verkaufen einfach stinknormales Wasser, teurer als Wodka. Was soll die eigentlich? Die Wichser spielen wirklich mit unseren Bedürfnissen, ne? Das ist, oder das ist so ekelhaft. Gratis Proteine. Ich glaube, wenn man damit in die Klasse kommt, bekommt man eher eine Anzeige wegen Belästigung anstatt eine Nummer von einem Mädchen. Ich sag euch ehrlich, da waren ein paar Baba-T-Shirts dabei. Ihr solltet das unbedingt mal ausprobieren, ob es wirklich klappt mit den Ladies. Aber ich habe das Gefühl, dass ihr damit nur in solchen Beziehungen landet. Yo, what the f***? Chill mal! Wir sind wirklich an einem Punkt angekommen, an dem sich die Menschen zurückentwickeln zu Affen. Die beißt ihn einfach und will ihn essen. Wow, wer kennt's nicht, ne? Das klassische Dinosaurier-Rollenspiel mit seiner Freundin. Wer hat es nicht schon mal gemacht? Ja, Mann, richtig süß. Das Gesicht von ihm am Ende, als er bemerkt hat, dass er gefilmt wird. Seele hat kurz den Körper verlassen. Wäre ich der Kameramann, ich hätte Todesangst, dass die beide jetzt auf mich zukommen, so richtig so im Vollsprint und mich beißen wollen. Hell nah, lasst mich raus aus dem Scheiß. Und falls ihr nicht so eine Beziehung haben werdet, dann safe so eine. Ja, alles gut. Ich stay auf jeden Fall away from her. Mach dir da keine Sorgen. Ich hätte auch nichts vor oder so. Ich habe kein Interesse an ihr. Du kannst sie behalten. Alles gut, Bro. Alles gut. Oh, so ein süßes Paar. Oh, warum sind alle so gemein? Das ist kostbar. Das sieht man nicht alle Tage. Ja, Mann, richtig süßes Pärchen. Safe, safe, safe. Und ja, du hast recht. Das sieht man wirklich nicht alle Tage. Zum Glück. Und ich dachte zwischendurch auch wieder, dass er sie beißen will. Der hat sie auch fast aufgegessen. Das könnten wir sein, Shorty, aber du ignorierst mich. POV, dieses Cringe-Paar in der Schule. Oh, nee, es geht noch weiter. Ja, und das ist der Leon. Ich weiß, wie ich heiße. Ah, da hat er aber einen rausgehauen. Richtiger Schenkelklopfer. Ja, und wir beide sind ein Pärchen. Sagt wer? Nein, wirklich. Ja. Ey, nee. Bitte erlöst mich jemand. Bitte lasst jetzt einfach den Strom ausfallen bei mir oder so, damit ich mir sowas nicht mehr geben muss. Ja. Und es wird auch die nächsten 100 Jahre so bleiben. Cap, ich glaube nicht, Bro. Sorry, dass ich dir es jetzt so sagen muss, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr aktuell schon wieder getrennt seid. Vielleicht sind die beiden auch die, nur paar Jahre später. Wir werden es niemals wissen. Frühstücksdose für meine Kleinste. Hallo, ihr Lieben. Heute bereite ich für meine 3-jährige Tochter die Brotdose für den Kindergarten vor. Ist das Ironie oder ist das ernst gemeint?
Was ist los mit der Menschheit heutzutage? Es wird immer schlimmer. Was bekommt das Kind mit in die Schule? Ja, und was habt ihr heute mit dabei, Kinder? Ja, also ich habe heute gratis Diabetes und Magenkrebs mit dabei. Herzlichen Glückwunsch, lass es dir schmecken. Sie muss ihr Kind hassen, weil anders würde das niemals eine Mutter tun. Da küsse ich doch das Herz von meiner Mutter, dass sie mir damals nur so eine Semmel mit Salami reingepackt hat. Ansonsten würde ich heute noch so aussehen. Geiles Frühstück, wirklich. Aber mir persönlich war das ein bisschen zu gesund. Mein 2 Jahre alter Sohn wird nur Jackie Cola bekommen zum Trinken. Und wo ist eigentlich die Elfbar? Da fehlt eindeutig noch eine Vape und ein Red Bull. Wenn man seiner Mutter Suff eine Audio schickt. Jo Mama, ich penne jetzt bei Manuel und ich werde irgendwie um 1 Uhr oder so beim Manuel wieder losfahren. Wir fahren jetzt erstmal zu Manuel und pennen jetzt erstmal noch. Ja, genau, der Esel macht auch ein bisschen Lärm. Ey, Mann, Kollege. Bro, was geht da im Hintergrund ab? Wer hat den Esel dazu geholt? Die arme Mutter, wenn sie das hört. Sie wollte nur, dass sich der Sohn später mal meldet und sagt, ob alles gut ist. Und jetzt denkt die wahrscheinlich, dass er und alle seine Freunde Junkies sind und besoffen einen Esel durchnehmen. Scheiße, ist das gottlos. Naja, und wisst ihr, wer auch gottlos ist? Alle Leute, die nicht liken und abonniert haben. Deswegen tut es lieber. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Wir sehen uns morgen wieder pünktlich um 14 Uhr. Gang, gang.